Was geht ab, meine werten Freunde? Und ich hoffe, ihr habt euch hier in Splatoon 2 auf ein neues Abenteuer bereit gemacht. Denn wir werden jetzt im Schnabeldepot in Welt, in Level 13, nicht Welt, Level, uns mit den Drehschaltern versuchen. Schauen wir doch mal, wie es hier mitläuft. Die Splatling hatte ja eine unglaubliche Reichweite. Die haben ja alle anderen Waffen nicht. Dafür ist natürlich die Feuerrate auch eine ganz krasse. So. Und da hoch und gleich mal ein paar Pointos eincashen. So. Und unten war nichts drin, okay. Aua. Oh Gott, das war knapp. So, du bist down. Perfekt. Hier war auch nichts. Cashen wir weiter. Schnipper auf Art des, nach Art des Hauses. Und du bist down. Jawohl, der trifft. Perfekt. Wie soll mit der Waffe da oben reinkommen? Mit Bomben oder was? Ja, Tatsache. Wir wollen das nur mit Bomben arbeiten. Okay. Knapp nicht geschafft. So, werfen wir nochmal was nach da oben. Ey, ich wollte nur hoch. Kein Grund, mich gleich wieder runter zu kicken. So, machen wir mal hier vorne schön dick eine Schicht hinteran. So, und dann... Zack. Wir brauchen eigentlich zwei Bomben nach da oben. Also, wie wär's denn so? Und so. So, dann kommt er nämlich ganz weit raus. Und zwar so weit, dass wir gegenschießen können. Dann können wir den ein bisschen aufladen, ein bisschen hochschießen, wieder dagegen schießen. Kommen wir hoch, kommen wir da auch noch mit hoch und dann haben wir sogar noch Extras. Das Anchovium und seine Extra-Ballonpunkte. Und weiter. Das Level ist schon ein bisschen trickier. Trickier, das ist immer so scheiße. Taucher. So, zack, Sprinkler erledigt. Oh, Tinte ist erledigt. Gab's hier noch irgendwo Extras? Nö. Sieht nicht so aus. Die Musik ist cool. Ist fancy. Wie zur Hölle? Ja, wie zur Hölle? Kam ich hier nochmal weiter? Ach da, ja, ich erinnere mich. Da konnte ich nicht ranschießen, ne? Das ist so gelöst? Ja, genau, okay. Mit Bomben. Mit Bomben. Denn Lampenöl, Seile, Bomben. Und Punkte. Müssen wir halt mega aufpassen. Könnten da noch irgendwie rauf. Aber eigentlich
ist eigentlich mehr überflüssig. Naja. Das sind halt 10 Punkte. 10 Punkte sind 10 Punkte. Da beschwert man sich nicht. Ist mir egal. So, fertig. Was kommt jetzt noch? Okay, sowas. Recht simpel, angenehm. Handhabung. Super. Klingt, als würde ich eine Review schreiben. Du bist weg. Deine Ballonpunkte kriege ich auch noch. Sehr schön. Da ist nichts. Also haben wir nur hier die Rüstung. Die schon ganz cool ist. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Cash. Ich freue mich gar nicht auf die späteren Level. Die werden nämlich echt ätzend dann. Da würde ich wieder ewig dran sitzen. Die werden dann tatsächlich sogar ausnahmsweise mal lang dauern. Gehe ich sogar von aus. Nein. Oh, da war nichts mehr. Mist, ich war zu weit weg. Ich hätte mir mal raufschießen können vorhin. So. Zack. So, das Problem ist, dass das halt wirklich super, super schnell zurückgeht. Oh. Gavi. Oh, danke. So, du bist jetzt erstmal weg. Naja, halbe Feuerkraft. Dauert halt länger. Ah ja, das, ja, ich erinnere mich. Jetzt bin ich am Arsch. Ich habe gehofft, dass ich mich da verstecken kann, aber ich habe versehentlich losgelassen. Das war nicht so gut. Na gut. Ja gut, die 10 Punkte da unten sind mir jetzt auch egal. Achso, die haben jetzt tatsächlich dran gedacht, ja. Okay, dann müssen wir kurz warten. So, jetzt. Zwar kann man dann erst nicht da oben ranwerfen, wenn man eine Erhöhung hat. Du bist auf jeden Fall weg. Du machst das Ganze nämlich auch nicht schwerer. Du könntest auch einfach weiterfahren. Danke. Zack. So, dann war alles geplant, war verkürzt. 8 Minuten 8. Ist eine lustige Zeit. So. Haben wir auf jeden Fall das Level schon mal. Das war eins der ätzenderen Level. Dann fehlt uns noch Welt 14 tatsächlich. Level 14. Und dann sind wir auch mit der Welt durch. Das war der Parcours. Aha. Interesting. That is very interesting. Der Parkhaus-Parcours. Au. Haben wir nicht einen Sniper? In dem Level? Oh, meine Stimme versagt wieder. Freie Bahn ist ein dehnbarer Begriff, mein Freund. Meine Freundin. Ist ja Aioli. Ist ja Limon. Mann, ich bring heute alles durcheinander. Was ist los? Heute ist einer dieser Tage. Kennt ihr das? Denn an Tagen wie diesen... Okay, ich hör schon auf. Carwash.
Zack, zack, zack. Na, ihr seid ja nun keine Herausforderung mehr. Und RIP. Da hinten haben wir noch ein Kistchen. Ist dahinter noch was gewesen? Nö. Besen, Besen sei es gewesen. Seid's. Zack, Rüstung. So ist immer gut. Nee, komm schon. Okay, nee, war nichts hinter. Ah, Snapper. Nein. Nervensäge. Ah ja, ups. Na dann lauf mal, mein Freund. Zack. Zack, du bist weg. Wer ist tot? Du bist tot. Wer ist tot? Du bist tot. Ey. Hallo. Hörst du mal auf, ich will hüpfen. Zack, Punkte. Noch mehr Punkte. So, kartenlastige Punkte. So, dass er mich ja nicht trifft hier. Wir haben jetzt zum Glück diese tolle Ausweichrolle. Genau, hier hatten wir tatsächlich sogar auch einen Sniper. Ich erinnere mich an den coolen Schuss, den wir hier hatten. Ja, war klar. Punkte. Ist noch ganz oben, glaube ich, sogar. Ja, da komm schon. Okay. Zack, rein und weiter. Also soll zum Umwerfen. Er ist gar nicht mehr realisiert, dass dann Scheiter war. Oh, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Komm ich da ran? Ja, doch, knapp, ganz knapp. Au. Auch nichts hinter. So. Jetzt müssen wir uns hier durch das ganze Labyrinth wieder bashen. Au. Dieser blöde, blöde Sprengler. An die obere Etage. Bim, bim, bim. So, da haben wir noch ein bisschen Rüstung. Danke dafür, Elblali. Danke, 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 danke. An den konnte ich mich nicht mehr erinnern. Der Sprengler nervt mich. Den wollte ich eigentlich die ganze Zeit nur weghaben. Aua. Auf mich zu treffen. Ich weiß, dass dein Job ist. Was ist mir egal? Auf mich zu treffen. So, hier kam gleich nochmal eine kleine Invasion. Da sind sie. Alter, trifft der zweimal mit seinem Scheiß. Nehme ich ihm die Pussy-Variante. War auch egal. Das war dämlich. Das war daneben, auf jeden Fall. Nee, auch nicht. Zack. So, da ist der Schlüssel-Key. Zack. So, die kann man hier rauf mit dem Auto, genau. Zack, Punkte. Da ist noch was. Ein Tintenschauer. Der hätte mir ja echt geholfen. Ja, kann mich nicht mehr dran erinnern. Soll ich mir hoffentlich fürs nächste Mal merken. Der Tintenschauer ist echt gut. So, gibt es hier eine ganz schmarte Abkürzung? Gut. Jürden. Jürden. Jach, jach, Jürden. Punkte? Coupon. Also egal. Zack. Können wir aufmachen. Coupon ist nur ein Wert. Das ist, das lohnt sich nicht. Manchmal hasse ich mich dafür. Das war irgendwie ein lustiger Move. Oh, wer ist denn da online? Achso.
Unwichtig. Sehr gut. Okay. Den ekligen Parkhaus-Parcours haben wir also auch schon. So, damit fehlt uns hier auch nichts mehr. Damit fehlt uns jetzt in Zone 4 aber so ziemlich alles. Interessante Aufteilung. Zwei Sniper-Level. Ja, als nächstes habe ich mir vorgenommen, dann vielleicht den Blaster mal zu versuchen. Das wäre vielleicht noch ganz nice. Und danach noch die Heldenwaffe und je nachdem, wie lange wir dann halt brauchen. Weil die ersten Level, die gehen ja wirklich ziemlich, ziemlich schnell. Dass wir das so lange machen, bis Super Mario Odyssey draußen ist. Und dann ist das Let's Play hier erstmal beendet. Soweit. Ich werde wahrscheinlich, weil es mir halt auch schon angeboten wurde, ab und an mal... Ich bin so schlau. Ab und an mal vielleicht eine Runde bringen. Aber dann so online-mäßig. Mit jemandem zusammen. Und vielleicht auch mal ab und an der GmbH. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterspielen, aber halt privat. Vorwiegend privat zumindest. Das denke ich ist ja verständlich. Ich meine, irgendwann hat man ja hier vieles gesehen. Sehr vieles sogar. Wenn nicht sogar fast alles. Und im Endeffekt wiederholen sich ja die ganzen Sachen nur. Also kommt ja nichts Neues gerade dazu sonderlich, außer halt neue Waffen und sowas. Also Sachen, die halt für Multiplayer... Ach, shit. Ich dachte, der kommt auf der anderen Seite. Also halt Sachen, die für einen Multiplayer sind. Und von daher, der Singleplayer kriegt ja keine DLCs oder sowas. Haben sie ja schließlich noch nie gemacht. So, wird's auch nicht kommen. Einzigen Sachen, die halt als DLC kommen, sind Mehrspielerwaffen. Und ich denke, die muss ich nicht zwingend alle zeigen. Auch wenn die neue Mehrspielerwaffe, die dazugekommen ist, der Turbo Blaster Plus, ziemlich, ziemlich cool ist. Ja, der ist wirklich sehr interessant. Da bin ich mich auch schon am überlegen, ob ich mir den hole. Ich kann mir, glaube ich, holen. Jawohl, Punkte. Das nehme ich in Kauf. So. Und was ich auch in Kauf nehme, ist das Anchovium. Zack. So, die Ballons sind mir egal. Wir haben schon fast wieder 1000 Punkte zusammen. Also pro Durchlauf sollten wir genug für die nächste Waffe zusammenkriegen. Ist ja auch nicht so verwunderlich. Wir haben ja sowieso schon super, super viele Punkte mal zusammenbekommen. Und wir kriegen jetzt noch mehr Punkte eigentlich dadurch, dass wir Anchovium und die Karten erneut einsammeln. Es gibt ja so viele Punkte. Das sind ja pro Level 15 extra Punkte. Die da halt einfach nochmal oben drauf kommen. Also, was willst du denn von mir? Haben sie die Frequenz mit Absicht erhöht oder was? Ich komme mir so vor, als wären da auf einmal so viele. Ah, jetzt kommen die Großen. Here comes the big one. Zack. Meine Güte, ich treffe ihn nicht mehr. Es war noch oben drin. Die Karte auch noch. Nee, es ist es mir nicht wert, es ist zu riskant. So. Sollte klappen, perfekt. Last Checkpoint. Last Checkpoint 3. Hä? Achso. Oh, das war close. Alter, uncool. So, und geschafft. Gönn. So. Haben wir reingecashed. War ein schönes Level, war ein schöner Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Ein Däumchen würde mich nach oben sehr freuen. Das supportet mich sehr.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, eure Constable. Ciao. In der Festung der Oktokommandanten heißt es dann.